Herzlich willkommen Leute aus London, die neue Saison beginnt und damit auch mein erster Pflichtspielstadion-Vlog und wir starten direkt mit dem Überkracher. Arsenal spielt gegen Manchester City im Pokalfinale des Community Shields und ich war schon sehr oft in London, ich habe mich übrigens so einen richtig geilen Orange Juice gesnackt und noch nie hat hier gefühlt die Sonne geschienen. Ich laufe gerade einfach random Richtung Tower Bridge und dann habe ich hier diese Bude hier entdeckt. Mal gucken, wie das schmeckt. Hier sind auch so typische Telefonzellen direkt. So. Geschmacksprobe Nummer 1 in diesem Video. Oh, habe ich besser erwartet. Ja, boah, Mann, ich dachte, das wurde ich frisch gepresst. 6 von 10. Ich muss gerade warten, bis mein Hotelzimmer fertig vorbereitet wird. Deswegen laufe ich jetzt einfach random durch die Street. Die Sky Blues versus die Gunners. Oder auch das Duell der Trainer-Genies. Pep Guardiola versus Mikel Arteta. Es wird extrem spannend. Oh, ich würde so gerne auch Motorradführerschein machen, aber meine Mutter könnte da nicht mehr eine Nacht durchschlafen. Und Leute, bevor wir hier weiterlaufen, ganz kurze Breaking News. Was ist eigentlich mit Messi los? 3 Spiele, 5 Tore, 1 Assist. Es macht so viel Spaß, ihm bei Inter Miami zuzuschauen. Vor allem, man merkt, wie viel Freude der wieder hat am Fußballspielen mit Sergio, mit Jordi und ich freue mich so sehr auf unsere nächste USA-Reise. Leute, ich melde mich gerade aus der Zukunft. Es ist 4 Uhr morgens, mitten in der Nacht. Ich gucke gerade wieder Inter Miami und Messi hat schon wieder 2 Tore geschossen. Freistoßtor, Comeback und die kommen im Elfmeterschießen weiter. Der ist doch kein Mensch mehr. Und apropos, wie aus dem Nichts hat Barca einfach ein deutsches Wunderkind verpflichtet. Und zwar vom SC Freiburg, den 16-jährigen Noah Darby. Erstmal Grüße gehen raus an Noah. Ich habe auch gesehen, dass er mir auf Insta folgt. Und ja, ich habe mir ein paar Videos von ihm angeschaut. Sieht wirklich überragend aus. Linker Fuß, Nummer 10, U17 Weltmeister geworden. Aber wir halten den Ball flach, geben ihm erstmal Zeit, sich ordentlich zu entwickeln. Aber boah, ist ja so geil, wenn das irgendwie die erste Mannschaft schafft. Und auch nochmal hier auf YouTube. Eli, ich wünsche dir wirklich beste Genesungswünsche. Er hat sich einfach seinen zweiten Kreuzbandriss zugezogen. So kurz vom Eli Geller Cup. So bitter, ne? Aber bleib stark, Bruder. Du schaffst das. In knapp einem Monat ist es soweit. Da findet der nächste Cup statt in Berlin vor 17.000 Leuten in der Mercedes-Benz Arena. Und ich habe da ja auch wieder ein Team am Start. Wir haben ja letztes Jahr gewonnen. Mal schauen, ob wir dann den Titel verteidigen können. In der abgelaufenen Saison hat Erling Haaland für Manchester City in 53 Spielen 52 Tore erzielt. Und mir ist gerade eine coole Idee gekommen. Und zwar, Leute, schreibt mal in die Kommentare, was denkt ihr, wie viel Butzen wird Erling diese Saison schießen? Und derjenige, der richtig rät, bekommt von mir am Ende der Saison ein Trikot von ihm geschenkt. Und schreibt aber bitte auch noch euren Instagram-Namen hinter eurem Kommentar dazu, damit ich euch kontaktieren kann. Wisst ihr, was ich an London mag? Einerseits hast du so diese traditionellen alten Häuser und dann auf einmal so voll moderne, abwechslungsreiche Fassaden. Ich habe hier echt wieder einen Hammer-Spot entdeckt, seht ihr gleich. Aber Leute, wie dreckig ist bitte hier das Wasser von der Themse? Aber zieht euch das mal bitte rein. Einen besseren Blick auf die Tower Bridge bekommt man kaum. Wirklich atemberaubend. Eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten in London. Ousmane Dembélé ist tatsächlich zu PSG gewechselt. Das fuckt mich so ab, Leute. Denn aufgrund von Klauseln bekommt Barca nur lächerliche 27 Millionen für Ousmane. Über 140 für ihn gezahlt, also wirklich super Gau mal wieder. Aber okay, es wird jetzt etwas Kleingeld frei, wahrscheinlich für andere Transfers. Ich denke, Barca wird jetzt voll und ganz auf João Cancelo gehen, denn meiner Meinung nach brauchen wir unbedingt einen guten Rechtsverteidiger noch. Die Burg hier erinnert mich auch voll an Stonehaven von Call of Duty Ghosts. By the way, die ganze Innenstadt ist abgesperrt, weil die Leute hier so ein Fahrrad drin haben. Das Gebäude sieht auch übrigens sehr fresh aus mit den Statuen. Ich schnapp mir jetzt ein Uber und als nächstes checken wir eine mega coole Location ab. Kleiner Fun Fact, rein historisch hat Arsenal viel öfter gegen City gewonnen. Ein Doppeldecker-Busse dürfen natürlich auch nicht fehlen. Ich sehe übrigens ziemlich wasted aus. Ich muss um 4 Uhr morgens aufstehen, der Vollbruch. Ich habe nach den besten Rooftop-Bars gegoogelt in London und dann kam hier das raus, Skylight Peckham. Checken wir mal auf. Also so wie das hier aussieht, kann das glaube ich nicht der beste Spot sein, aber egal. Aufzug riecht einfach komplett nach Pisse. Was ist das hier? Oha, und einfach out of nowhere ploppt einfach das hier auf. Ich habe schon ein bisschen die Aussicht gesehen. 10 von 10. Ich glaube, so am Abend mit Freunden und dann hier ein paar Cocktails schlürfen könnte unnormal viben. Da vorne sieht man die Skyline, Downtown, London. Man kann sogar noch Kicker spielen. Also wirklich richtig cool, Digga. Gefällt mir. Und da sieht man auch noch The Shard. Das ist dieses ultraspitze Gebäude. Sind wir auch vorne vorbeigelaufen. Da habe ich noch das London Eye gespottet, das Riesenrad. Gefällt mir. I like. Aber jetzt auf einmal ist es wieder todeswindig und kalt einfach. Also London ist so wechselhaft. Erstmal ein Cappuccino gönnen.
aber das Eis schmeckt absolut bodenlos. Ich habe keine Ahnung, was für ein komisches Homemade-Ice-Cream die da haben. Josko wird aber, denke ich, heute noch nicht spielen, denn gestern hat City erst den Transfer vollzogen. Er ist damit der teuerste Verteidiger aller Zeiten. Ich habe eben einen Anruf erhalten. Wir können jetzt ins Hotelzimmer rein und das ist heute richtig speziell. Das gibt's anscheinend schon seit mehreren Hunderten von Jahren. Man muss jetzt hier erstmal so klingeln, damit man reinkommt. Ich habe vorhin schon einen kurzen Blick ins Hotel geworfen und man hat hier wirklich das Gefühl, dass man irgendwie in den Buckingham Palace oder so einchecken würde. Guckt mal, was für ein Vibe alleine hier der Rezeptionsbereich einem gibt. Hier auch mit dem Kamin und so, mit diesen königlichen Bildern an den Wänden. Ja, moin. Und dann gibt es hier so verschiedene Chillräume im Erdgeschoss. Hinter diesem Spiegel ist auch ein Fernseher. Es riecht auch so, wirklich, als ob wir in so einem Schloss sind oder so. Hier haben wir auch noch einen Essenstisch. Ich weiß nicht, ob hier dann auch Frühstück und so man theoretisch essen kann. Mit so einer Bibliothek. Das sieht so cool aus. Und da hinten ist dann auch noch so eine Bar. Aber da sind, glaube ich, gerade Leute drin. Ja, richtig geil. So, Leute. Und das ist der Schlüssel, den ich bekommen habe. Mein Zimmer heißt William Godwin. Ey, wie sich das anhört, wenn man alleine hier die Stufen hochläuft, Leute. Es knirscht hier alles, dieses Geländer. Boah, ich feiere sowas, ne, wenn es nicht so standardmäßig ist. Bin ich mal gespannt. Der Mann meinte, dass mein Rucksack auch schon hier im Zimmer ist. Let's go. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Einfach so ein Himmelbett. Und hier auch schon wieder diese ganzen Bilder. Okay, der Typ macht mir so ein bisschen Angst. So, dann haben wir hier solche uralten Schränke. Oh, und da ist direkt die Minibar. Ach, das ist doch schon wieder mein 6. Hotelsinn. Was haben wir hier alles anzubieten? Okay, ein paar geschmackhafte Getränke drinnen. Nein, dieser, guckt euch mal diesen Spiegel an. Also das ist wirklich, Bettsprung machen wir gleich. Ich glaube, man kann echt so diesen Vorhang so zuziehen. Und man fühlt sich dann so ein bisschen wie der König. Und checken wir mal die Aussicht ab. Okay, da gucken wir auf eine Baustelle. Aber egal. Und jetzt Badezimmer. Leute, guck mal, das Feature alleine. Der Mann meinte, ich kann irgendwie mein Handy mit dem Fernseher hier verbinden, weil der irgendwie so eine Apple-TV-Funktion oder so hat. Hier unten, ja, ist jetzt so eine Attrappe mäßig. Und jetzt nach das Badezimmer. Boah, wie cool, Digga. Noch so eine freistehende Wanne. Darüber auch wieder so ein Picture. Was ist denn das hier? Jetzt. Ach so, eine frische Klopapierrolle. Auch die Armaturen hier, so alles voll aus Gold gemacht. Und wenn man hier spülen möchte, muss man einfach auf diese Hand hier drücken. Haben wir auch so noch nicht gesehen. Hier auch wieder so goldene Elemente, genauso wie der Duschkopf. Und die Dusche ist wirklich auch richtig groß. Guck mal. Ich kann hier komplett meinen Arm ausstrecken. Geiles Zimmer, wirklich. Ja, sehr bequem. Jetzt geht's aber Richtung Stadion. Mit Auto bräuchte man 1 Stunde 21 Minuten. London Traffic ist einfach zu insane. Aber mit U-Bahn brauchen wir wenigstens nur 49. Okay, bin ich richtig? Ja, Wembley Park. Vamos. Es ist so laut hier unten. Schaut mal, auch die ganze Familie hat hier Trikots an. Aber viel mehr Arsenal-Fans als von Manchester. Natürlich auf neutralem Boden statt, im legendären Wembley Stadium. Es wird immer voller und die Fahrt ist wirklich sehr laut. Man merkt, die Leute haben Bock, das erste Spiel wieder. Und da ist er, der legendäre Weg zum Wembley Stadion. Man erkennt die Arena natürlich an diesem riesigen Ring. Und wir müssen jetzt einmal durch diese Menschentraube da durch. Sorry, Nate. Can I ask you for a prediction for YouTube? Prediction? Yeah. Arsenal 3-2. Oh, I say the same. Okay, good luck, yeah? Ich habe auch 3-2 gesagt. 5-0 Arsenal. 5-0? Okay. Yeah, 2-1 Arsenal. 2-1? Okay, bye. Okay, den Haaland müssen wir auch noch fragen. Prediction, it's going to be City 2-1. Yeah. Okay, and who scores the goals? Haaland and probably De Bruyne. Okay, ja, good luck, yeah, bye. Natürlich Haaland, wer auch sonst? Jawohl, endlich, jetzt ist wieder die Sonne draußen. Let's go! Can we close because Arsenal have a better form now, 3-1-6.
Okay. Yeah. Have a good day, yeah? Okay, er sagt, Arsenal hat eine bessere Form aktuell, muss man respektieren, aber trotzdem 3-1 City. Haaland. Ey, jetzt seid mal ehrlich, wie geil sieht das hier bitte aus mit dem Weitwinkel? Hier wird übrigens auch wieder das Champions League-Finale stattfinden in 2 Jahren und 2026 sogar der Allianz Arena mal wieder. I want to be famous. Die meisten tragen aber das Trikot der Nummer 7 von Saka. Ich sitze heute auch übrigens im Bereich der Arsenal-Fans. Das war aber random bei der Ticketauswahl. Wobei ich sagen muss, so ein bisschen schlägt mein Herz schon für den Underdog, auch wegen Havertz. Aber ich gönne natürlich auch Haaland heute mal wieder eine geile Performance. Let's go! Jawohl! Oh, was sind das für Scanner noch? Wir am Flughafen wieder. Die ganzen Engländer geben natürlich wieder Vollgas und besaufen sich mit Bier. Aber ich würde mir normalerweise auch was gönnen. Aber irgendwie habe ich übelst Bauchschmerz bekommen. Ich glaube, das kommt von diesem komischen Eis, was ich gegessen habe. Jetzt aber der erste Blick ins Stadion. Oh yeah, baby. Wembley ist schon echt einmal etwas extrem Besonderes. Oh yeah, baby. Ich liebe es hier. Das letzte Mal, als ich hier war, war das Finalissima. Vielleicht erinnert ihr euch noch, da hat Italien gegen Argentinien gespielt. Und ich muss es wirklich immer wieder sagen, das ist nämlich der Ort, wo Messi damals die legendäre Performance gegen Man U im Champions League Finale 2011 hatte. Mittlerweile einfach 12 Jahre her. Und genau da vorne hat er den Longshot reingehauen gegen Edwin van der Sar und ist dann beim Jubeln Richtung Bande gerannt. Und hier haben wir auch schon die offizielle Aufstellung. Havertz vorne drin im Sturm von Anfang an. Ansonsten Declan Rice, der Neuzugang im Mittelfeld. Ebenso neu in der Mitte bei Man City ist Kovacic. Und Kyle Walker spielt auch von Anfang an, zudem es ja auch viele Gerüchte gibt, dass er noch zu den Bayern wechselt. Überrascht mich aber ein bisschen. Kevin De Bruyne erstmal nur auf der Bank. Vielleicht ist er nicht ganz topfit. Und gerade in diesem Moment kommt Arsenal rein, da sehe ich doch schon. Kai, Habibi, was geht ab, Rudi? Haaland. Und ich werde es erkennen. Mit seinem Zopf. Aber der Mann von vorne hat auf jeden Fall recht. Arsenal war zuletzt wirklich sehr überzeugend in den Testspielen. Zum Beispiel Barca haben sie 5-3 weggeklatscht. Und City eher nicht so unentschieden gegen Bayern und verloren gegen Inter. Aber ganz ehrlich, wenn es drauf ankommt, sind die sowieso da. Das finde ich aber immer total schade. In England hast du vor Anpfiff so eine tote Stimmung. Und das, obwohl es heute sogar ein Pokalfinale ist. Mir fällt doch gerade auf, wenn City als das dritte Team der Geschichte das Six-Tuple holen möchte, nach Barca und Bayern, dann müssen sie natürlich auch den heutigen Pokal gewinnen. Also geht schon noch etwas. So, und jetzt Haaland. Komplett in den Winkel geschippert. In den letzten 20 Jahren haben diese Deutschen für Arsenal gespielt. Per Mertesacker, Jens Lehmann, Mesut Özil, Lukas Podolski, Leno, Mustafi und Serge Gnabry. Okay, jetzt geht's langsam los. Die Hymne von den Gunners wird abgespielt. Und jetzt ist City dran, aber Arsenal übertönt die komplett. Alter! Wie laut das ist! Die Mannschaft kommt rein! Man merkt die Hitze so krass bis hierhin sogar! Oh, mein Gesicht ist richtig warm! Von den Flammen! Go! Leute, ich freue mich so auf diese Saison! Lass jetzt schon mal gerne kosten, um alle Stadionplatz zu verpassen! Und ich würde mich natürlich auch sehr über den Daumen nach oben freuen! Ey, wie cool, dass die Trainer sogar mit den Spielern gerade auf dem Feld stehen! Da steht Guardiola! Die haben wirklich für jeden Spieler, für den Trainer, für alle eigene Gesänge. Also von den großen Vereinen England hat Arsenal mit Abstand die besten Weltfeuerwehren ab. Und Bernardo Silva, den will Barca auch haben, aber zu teuer. Oh ja, zeigt ja auch gleich mal wieso. Schöner Haken auf Kyle Walker. Immer noch Walker. Auf Bernardo. Oh, ist das eine Augenweide, dem zuzuschauen, ne? Oh, verheerender Fehlpass, Haaland. Rodri. Guck mal, Leute, alle Spieler befinden sich gerade. Oh, jetzt
2 Ballverlust. Kai, schöne Bewegung. Gerade. Aber es ist safe. Gelb. War ja ein taktisches Foul, oder? Ich denke, er geht gleich kaputt. Geile Stimmung. Oh, geil! Geil! Oh! Oh mein Gott! Was für ein Riesenschuss! Das ist ja die größte Spiel! Was mit dem Eisschuss? Oh, die Filigranmitte von Oeding hat runtergeholt. Immer noch der Norweger. Abtanzen. Saka mit Platz. Saka! Oh mein Gott. City hat sehr kontrolliert begonnen, aber mittlerweile ist Arsenal die bessere Mannschaft. Alter, bessere Chance kriegst du nicht gegen Man City. Oh mein Gott! Jetzt Potter! War natürlich auch überragend gehalten, aber Kai musste einen von beiden wenigstens verwerten. Und es ist Pause. Ich bin jetzt aus Spaß hier kurz für ein Instagram-Bild ganz unten an den Rasen gegangen. Halbzeit-Fazit. Es gab nur große Chancen für die Gunners. Trotzdem steht es noch 0-0 und ich glaube, in der zweiten Hälfte könnte Kevin De Bruyne noch ein großer Faktor werden. Haaland geht raus und De Bruyne kommt für ihn rein. Also Kevin, dass er reinkommt, verstehe ich, aber er liegt doch nicht raus. Wir befinden uns bereits in der 65. Spielminute. Das muss irgendein taktischer Schachzug von Guardiola sein. De Bruyne. Guter Ball in die Mitte, perfekt gespielt, das muss es sein. Oh mein Gott. Ganz wichtig abgefälscht. Keine Sorge, es sind noch 13 Minuten auf der Uhr plus Nachspielzeit. Alvarez, der Weltmeister, super gespielt! Oh mein Gott, was? Der geht nicht rein! Alter, das war wie aus dem Bilderbuch, die Kombination. 100. Minute! Es gab so viel Nachspielzeit, es gibt noch mal eine Ecke! Gelegt Arsenal, der Lucky Punch oder nicht? Publikum beliebt doch. Saka wird sie ausführen. Oh, warte, 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 warte. Immer noch heiß. Es gibt Verlängerung. What the fuck? Beim Community Shield gibt's keine Verlängerung. Es geht direkt ins Elfmeterschießen. Ey, wie geil ist das denn? Ey, wie cool. Also,
insgesamt muss man auf jeden Fall sagen, das 1-1 ist verdient. Natürlich gehört auch ein bisschen Glück dazu, dass sie sich nicht auch das zweite gefangen haben, aber allein aufgrund der ersten Hälfte 1-1 geht in Ordnung. Und es wird auch noch auf unserer Seite geschossen. Besser geht's nicht. Als allererstes tritt der Norweger an, Martin Ødegaard. Ganz, ganz wichtiger Elfer jetzt für die Psyche des gesamten Teams. Bernardo, ich kann mir nicht vorstellen, dass er verschießt. Ja, ganz, ganz sicherer Elfer. Saka, come on, Junge. Lässt sich Zeit jetzt. Arsenal versaut damit City das Sextupel. Ey Leute, was ist das bitte für ein Vlog, mit dem wir in die neue Saison starten? Ich hoffe, euch konnte das Video unterhalten. Ich bin fix und fertig. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und